Ein Atom besteht zunächst aus einem Atomkern. In diesem Atomkern befinden sich positiv geladene Protonen. Die würden sich eigentlich abstoßen, aber Neutronen, die sich dazwischen und um diese Protonen herum befinden, helfen den Atomkern zusammenzuhalten. Die Anzahl der Protonen im Atomkern bestimmt nun, um was für ein Element es sich handelt. Also ein Proton im Kern wäre Wasserstoff, 14 Protonen im Kern wäre Silizium, 26 Protonen im Kern wäre Eisen und so weiter. Als weiteres bestehen die Atome aus Elektronen und Elektronen sind negativ geladen. Die negativen Elektronen werden vom Atomkern angezogen. Jetzt könnte man erwarten, dass Elektronen wie so kleine Magnetchen sich hier um diesen Atomkern anlagern. So ist das aber nicht und deshalb mache ich das hier gleich mal wieder weg. Vielmehr kann man sich so ein Atom auch wie ein Regal vorstellen und die Elektronen sortieren sich in die einzelnen Regalbretter ein. Ich will es mal hier ein bisschen als Analogie illustrieren. Dazu zeichne ich mal ein Regal auf, Billigregal oder sowas, und auch gleich ein erstes Regalbrett dazu mit ein. Und dann stellt man sich vor, man möchte in dieses Regal jetzt Steine einsortieren. Und so ein Stein würde am allerliebsten auch ganz hier unten auf dem Boden liegen, ganz nah an der Erde dran. Das ist jetzt aber nicht erlaubt, sondern die Steine müssen auf Regalbrettern liegen. Das heißt, ein Stein würde möglichst weit unten im Regal liegen, auf dem untersten Regalbrett. Und so ist es nun auch hier in den Atomen. Die Elektronen befinden sich auf sogenannten Energieniveaus. Das schreibe ich gleich mal hier mit auf. Energieniveaus um den Atomkern. Und diese Energieniveaus haben verschiedene Namen. Zum Beispiel werden sie auch Schalen genannt. Also Energieniveaus oder Schalen oder auch Hauptquantenzahlen. Womit wir bei den Quantenzahlen wären. Hauptquantenzahlen. Und von diesen Quantenzahlen gibt es insgesamt 4 Stück. Ich schreibe es mal kurz auf. Es gibt 4 Quantenzahlen. Quantenzahlen. Und die erste ist das Energieniveau. Das bedeutet, diese erste Schale hier ist die K-Schale oder als Hauptquantenzahl, denn die wird mit N abgekürzt, wäre das N gleich 1. In unserem Regalbrett analog wäre das erste Regalbrett das K-Brett oder eben die K-Schale beziehungsweise N Hauptquantenzahl ist gleich 1. Und auf diesem Regalbrett können dann Gesteine bzw. Elektronen lagern. Dann gibt es natürlich nicht nur ein Regalbrett, sondern noch weitere. Dann zeichne ich hier mal ein weiteres Regalbrett ein. Das wäre dann. Allerdings gibt es jetzt hier nicht nur ein so ein Regalbrett, sondern 2, die kurz übereinander sind und in gewisser Weise zusammengehören. Und diese 2 Regalbretter, gemeinsam nennt man jetzt die L-Schale bzw. Hauptquantenzahl n gleich 2. Wenn man das jetzt hier ums Atom rumzeichnet, gibt es hier nun also ein zweites Energieniveau bzw. eine zweite Schale. Also das wäre jetzt hier die L-Schale bzw. die Hauptquantenzahl n gleich 2. Und wie bei den Regalen eben gesehen, besteht diese Schale hier aus 2 Unterniveaus. Das hier sind Unterniveaus. Und diese Unterniveaus werden in den Buchstaben S, P, D und F bezeichnet. Und zwar immer von innen nach außen. Das heißt, das innere Niveau ist S und das nächste Niveau ist dann P. Das gilt auch für die K-Schale. Hier gibt es nur ein Niveau, ein Unterniveau besser gesagt. Und das ist dann entsprechend das S-Unterniveau. Wenn wir dann wieder ins Regal schauen, folgt als nächstes ein Energieniveau mit nun 3 Regalen bzw. Unterniveaus. Also 1, 2 und so langsam ein klein wenig unübersichtlich, sollte aber klar werden, wie das System hier funktioniert. Und dieses Energielevel heißt dann M-Schale oder eben N ist gleich 3. Das heißt, auf das Atom hier rechts bezogen, kommt jetzt hier eine 3. Schale dazu. Und ich zeichne ihn noch zum Teil an, damit es übersichtlich bleibt. Und die hat dann 3 Unterniveaus,
von innen nach außen ein S, P und D. Das heißt, auch hier, unterstes Regal, gibt es nur ein Unterniveau, das wäre S. Im zweiten Regal, in der L-Schale, gibt es dann zwei Unterniveaus, einmal S, einmal P und hier oben dann S, P, D. Dann geht es nach oben weiter, dann kommt N und da gibt es dann vier Unterniveaus, das heißt, dann gibt es ein S, P, D und noch F darüber. Dieses S, P, D und F wird nun auch Nebenquantenzahl genannt. Nebenquantenzahl mit der Abkürzung L. Und L startet bei 0, 1, 2 und so weiter. Das heißt, S ist auch L gleich 0. Also die K-Schale hat im S-Unterniveau die Nebenquantenzahl L gleich 0. Das gleiche hier. Bei der L-Schale ist S auch L gleich 0, P ist dann L gleich 1. Und entsprechend in der M-Schale S wieder L gleich 0, P L gleich 1, D L gleich 2 in dem Fall. Und bei F ist dann L gleich 3. Und damit kennen wir zwei der Quantenzahlen. Um jetzt hier weiterzugehen, würde ich das ein bisschen mehr schematisieren, um das klarer darzustellen. Und dazu werde ich dieses Regal hier einfach nur noch als Striche übereinander darstellen. Also, hier unten beginnt mit der K-Schale. K hat die Hauptquantenzahl n gleich 1, beziehungsweise ist das identisch zueinander. Das ist das Energieniveau. Die K-Schale besitzt nun nur ein Unterniveau, das mit S bezeichnet wird, beziehungsweise die Nebenquantenzahl L gleich 0 hat. Jetzt kommen wir hier zur nächsten Quantenzahl und damit zu den Orbitalen. Jedes Unterniveau hat eine bestimmte Anzahl von Orbitalen. Jedes S-Unterniveau hat genau ein Orbital und diese werden gerne einfach als Rechteck dargestellt. In der L-Schale gibt es jetzt erneut das S-Unterniveau mit wieder genau einem Orbital und dann gibt es noch das P-Unterniveau. Und dieses P-Unterniveau hat jetzt drei Orbitale, also 1, 2 und 3. Die L-Schale hat auch die Hauptquantenzahl n gleich 2. Dann kommt die M-Schale, also n gleich 3 Hauptquantenzahl, wieder ein S Unterniveau mit genau einem Orbital, wieder ein P-Unterniveau mit drei Orbitalen und jetzt kommt noch das D-Unterniveau dazu und das hat 5 Orbitale, also 1, 2, 3, 4, 5. Dann wollen wir noch mal ein klein bisschen rekapitulieren. Hier unten, K-Schale, hat ein S-Niveau mit der Nebenquantenzahl L gleich 0. Dann L-Schale hat auch ein S-Unterniveau mit L ist gleich 0, aber auch ein P-Unterniveau mit L ist gleich 1. M auch ein S-Unterniveau mit L gleich 0, ein P-Unterniveau mit L gleich 1 und dann ein D-Unterniveau mit L ist gleich 2. Und nun kommt eine weitere Quantenzahl dazu, nämlich die Orbitale selbst. Und diese Quantenzahl ist die magnetische Quantenzahl und damit werden die verschiedenen Orbitale bezeichnet. Und die nennt man immer, man beginnt immer mit 0. Also S, dieses Orbital hat den Wert 0. Das gleiche bei L, S hat den Wert 0. Bei P gibt es jetzt 3. Das mittlere hat den Wert 0, links minus 1, rechts plus 1 oder einfach nur 1. Bei M nur 1, deshalb hier eine 0, dann bei P wieder 0, minus 1 und plus 1 und bei D entsprechend 0, minus 1, minus 2, beziehungsweise nach rechts 1 und 2. Das sind jetzt die magnetischen Quantenzahlen, welche die verschiedenen Orbitale bezeichnen. Und als allerletztes folgen jetzt noch die Spin-Quantenzahlen. Und zwar können sich in jedem Orbital nur zwei Elektronen aufhalten. Und diese Elektronen werden jetzt mit einem Pfeil
dargestellt, einmal nach oben und einmal nach unten, also so Halbpfeile. Und das bedeutet, dass sich ein Elektron in die eine Richtung rotiert und das andere Elektron in die andere Richtung rotiert. Und das ist der Spin bzw. die Spin-Quantenzahl. Und diese Spin-Quantenzahl ist immer einmal plus ein halb und einmal minus ein halb. Und die Regel, dass in jedem Orbital immer ein Elektron mit plus und ein halb sein muss, also es dürfen keine zwei Elektronen mit dem gleichen Spin in einem Orbital sein, das nennt man die Pauli-Regel. Jetzt gibt es noch eine zweite Regel, die Hund-Regel oder Hundsche Regel. Und diese Hundsche Regel sagt aus, wie die Orbitale besetzt werden dürfen. Wenn wir jetzt also in die L-Schale gehen und zuerst wird dann das S-Orbital besetzt, dann kommen zwei Elektronen rein mit Spin plus ein halb und minus ein halb und dann gehen wir ins P-Orbital. Und im P-Orbital werden jetzt zuerst alle Orbitale einfach besetzt und anschließend erst mit dem zweiten Elektron. Das ist so ein bisschen wie Platz haben. Also wenn man sich das Ganze mal vorstellt wie ein Opernhaus, und das wäre der unterste Rang, und da gibt es nur zwei Plätze, ganz exklusiv, und da sitzen schon zwei Leute. Und dann kommt der nächste Rang, der L-Rang, und hier sitzen auch schon zwei Leute nah beieinander. Und dann kommt dieser Rang, und dann kommen nur drei Leute. Dann wollen sie sich nicht alle ganz eng zusammensetzen, also hier zwei und da einer rein, sondern machen sie sich ein bisschen Platz und setzen hier eine Person rein, hier. Und wenn da noch mehr nachkommen, naja, dann setze ich halt auch noch dazu. Und dann kommen in das Opernhaus noch mehr Leute rein und sehen schon, dass vorne in dem K- und L-Rang alles voll besetzt ist. Der nächste Platz ist dann im M-Rang, dieses S-Unterniveau, und dort wollen sie dann rein. Da können gerade zwei Leute rein, und wenn die dann reingehen, dann geht einer hier rein, einer da rein. Und der P-Rang oder die P-Plätze im M-Rang, die sind alle gleich gut. Deshalb setzt sich einer dahin, hat viel Platz, eine setzt sich dahin, hat viel Platz, und eine letzte setzt sich dahin, hat viel Platz. Und dann kommt der vierte rein, die setzt sich dahin, und die vierte dann hier, und die nächste, die sechste dann hier. Und so kommen dann die nächsten Plätze, noch eine Reihe weiter hinten im Opernhaus oder im Kino. Und dann kommt wieder eine Gruppe rein und die setzen sich dann wieder möglichst weit auseinander, damit alle viel Platz haben. Und dann kommen eben noch mehr und die setzen sich dann hier daneben. Und so wird das ganze Opernhaus oder das gesamte Kino dann besetzt. Und damit soll das alles einmal zusammengefasst werden. Es gibt vier Quantenzahlen. Die Hauptquantenzahl ist die Hauptquantenzahl N. Die ist 1, 2, 3. Und die bezeichnet die Energieniveaus. Und deshalb wird auch hier auf der Y-Achse praktisch die Energie aufgetragen. Und die Niveaus hier unten haben dann eine geringere Energie. Also auch das kann man sich analog vorstellen zum Regal, dass hier unten Gesteine liegen, die eine geringere potenzielle Energie haben als hier oben, weil die können ja noch runterfallen, während die nicht mehr runterfallen können. Das heißt, die haben eine geringere Energie. Also Elektronen hier unten haben eine geringere Energie. Also Hauptquantenzahlen N1, 2, 3. Dann kommen die Nebenquantenzahlen. Die Nebenquantenzahlen sind dieses S bzw. das L. L ist die Nebenquantenzahl, S ist eine alternative Bezeichnung dazu. Und S wird mit L gleich 0 bezeichnet. Dann in der L-Schale gibt es wieder S bzw. Nebenquantenzahl 0, aber auch P bzw. Nebenquantenzahl L1. Und in der M-Schale dann L0, L1, L2, was dann S, P und D ist. Das wäre die zweite Quantenzahl. Dann kommt die dritte Quantenzahl, das sind jetzt die Orbitale hier. Und diese Orbitale, das ist die magnetische Quantenzahl. Und diese geht von minus 1 bis plus 1, beziehungsweise von minus 2 bis plus 2 und so weiter. Bei F wäre es dann von minus 3 bis plus 3. Und schließlich kommt die Spin-Quantenzahl, das ist die bezeichnet, wie das Elektron rotiert, in einem Orbital, und das gibt es als plus 1,5 und als minus 1,5.
Und jedes Orbital kann nur von Elektronen besetzt werden, die einmal einen Spin von plus und einmal von einem minus 1,5 haben. Und schließlich gibt es die Hund'sche Regel, die besagt, wie die Orbitale besetzt werden, also immer maximal viel Platz dazwischen, das heißt immer zuerst ein Elektron positiven Spin und dann ein Elektron mit negativem Spin. So viel zum Aufbau der Atome.